Hier scheint die Welt echt noch so ein bisschen in Ordnung. Es erinnert ein bisschen an Heidiland. So sauber, so grün, die Luft so frisch. Hier sollte sich jeder schämen, der mit dem Verbrennungsmotor durchfährt. Wenn man sich mal so in dieser wunderschönen, doch noch sehr intakten Natur aufhält, fragt man sich, warum wir es in Deutschland tatenlos zulassen, dass wir pro Tag 75 fußballfeldgroße Grünflächen versiegeln mit Beton für Staatsstraßen, Gewerbeparks, für irgendwelchen Quatsch, den kein Mensch braucht. Wir bräuchten viel mehr von solchen kleinen Paradiesen. Dann glaube ich, wird es unserer Seele auch besser gehen. Also ich stelle mir oft die Frage, wie man in einer doch eher ungesunden Welt mit doch eher ungesunden Lebensstilen gelegentlich entschleunigt und zur Ruhe kommt und was für sich und seine Gesundheit tut. Da ich im Süden von Deutschland lebe, nämlich außerhalb von München, ist es liegt für mich auf der Hand, dann ins Alpenland zu fahren oder ins Vorland. Und genau da befinde ich mich jetzt und das ist erstmal Natur pur. Das ist gute Luft, das ist wenig Verkehr. Das ist keine Staus, das ist gesundes Essen. Es gibt hier eine Reihe von Bio-Hotels, wo einem das sehr leicht gemacht wird, gesund zu essen. Das ist ein bisschen mehr schlafen, zumindest versuchen mehr zu schlafen. Das ist möglichst handyfreie Zeit. Das ist ganz viel Zeit an der Frischluft verbringen, mal in die Sauna gehen, mal ein Nickerchen machen. Also meines Erachtens muss man nicht um den halben Globus jetten, um runterzukommen, zu entschleunigen und sich selbst was Gutes zu tun. Ich bin in einer Welt, die alles immer nur schneller machen möchte. Also die Technologie wird beschleunigt, die Verkehrs- und Transportsysteme werden beschleunigt. Es geht ja immer nur darum, wie man möglichst schnell alles jetzt erledigen kann. Ich finde es unglaublich wichtig, ab und zu einfach zu sagen, nee, es muss im Leben mehr geben als die Beschleunigung, nämlich die Entschleunigung. Das ist unheimlich schwer geworden, finde ich, auch durch die Technologie, mit der wir täglich leben. Insofern finde ich, ist es auch irgendwie mich eine Aufgabe im Leben, Orte zu finden und Phasen zu finden, wo man tatsächlich das Tempo mal runterfährt, soweit es überhaupt noch möglich ist. Soweit Leute nicht dauernd erwarten, der hat auf meine WhatsApp noch nicht geantwortet, auf meine E-Mail noch nicht geantwortet und wieso dauert der jetzt 2 Tage, bis sagen wir, das finde ich einen ganz ungesunden Trend. Ich finde, wir sollten eigentlich wieder zum Tempo zurück der guten alten Post. Das wäre, glaube ich, gesund für uns. Ich bin ja bestimmt kein Vorbild, aber ich merke selber, dass wenn ich das Handy dann mal weglege oder mal den Flugmodus länger als eine Nacht anlasse, dass man da tatsächlich auch wieder so altmodische Dinge tut wie ein Buch lesen, mal einen ganzen Film gucken und nicht alles in kleinen Scheibchen konsumiert, schnelle Nachrichten, alles in Kurzform, Telegram-Stil. Das Tolle an diesen Orten und wenn man das Handy ausmacht, ist, dass man tatsächlich wie die Muse findet, mal einen ganzen langen Artikel zu lesen, ein Buch zu lesen und einfach mal auf den blauen Himmel zu gucken, auf die Berge hier drumherum, auf den Wald. Dann hört man plötzlich Glöckchen und es gibt tatsächlich dann Schafe und Kühe, die hier noch auf Weiden herumstehen. Also das ist hier, ich finde das so gesund, hier zu sein, außerhalb der Hektik von Städten und unserem immer schneller werdenden Leben. Das mag jetzt nur auf den ersten Blick so scheinen, aber hier wirkt die Natur einfach noch gesund. Die Bäume wirken gesund, die Wiesen, die Böden sehen gesund aus. Ich denke, Böden ist ein völlig unterschätztes Thema. Wir haben unsere Böden gerade in der Agrarindustrie so ausgelaugt, so kaputt gemacht mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden, Düngemitteln, Stickoxiden und so weiter und so fort, Mikroplastik, dass das, was der Boden produziert, kann nicht mehr gesund sein. Und wenn ich in solchen Gegenden mich umschaue, denke ich mir, hier ist es noch nicht so schlimm. Hier wird nicht so viel Glyphosat eingesetzt und diese ganzen Giftstoffe, die angeblich unsere Ernährungssicherheit garantieren. Das glaube ich sowieso keine Sekunde. Insofern finde ich es auch gut, ab und zu mal zu gucken, wie die Natur sich selber so erholt, wenn man sie mal lässt. Wie viele Menschen frage ich mich natürlich, wie man in einer doch eher ungesunden Umwelt mit belastetem Trinkwasser und Luftverschmutzung, wie man trotzdem halbwegs gesund leben kann. Die Antworten sind vermutlich bekannt. Das ist natürlich möglichst viel schlafen, gesund leben, sich möglichst viel bewegen, möglichst gesund essen. Trotzdem glaube ich, dass das alles nicht mehr reicht. Ich glaube, dass unsere Nahrungsmittel mittlerweile so minderwertig sind aufgrund der Praktiken der Agrarindustrie, selbst im Biobereich, dass
man ohne Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich nicht mehr hinkommt. Und ich gehöre zu den Leuten, die gewisse Substanzen sich einfach zuführen in Tablettenform, weil ich mich zu sehr mit der Agrarindustrie beschäftigt habe, um nicht zu wissen, dass diese Nahrungsmittel, die oft sehr schön aussehen, wie die berühmten holländischen Tomaten und der perfekte Spargel und alles, was wir in den Supermärkten zu finden, das sieht zwar gut aus, aber das ist vom Inhaltsstoff meistens mangelhaft. Das versuche ich persönlich halt mit Nahrungsergänzungsmitteln auszugleichen. Und ich muss sagen, ich bin nie krank. Das klingt jetzt ein bisschen angeberisch. Und obwohl ich bestimmt nicht besonders gesund lebe, gerade was mein Schlafverhalten betrifft und mein Arbeitsvolumen, bin ich dann doch erstaunlich fit für das zarte Alter eines alten weißen Mannes, wie man so schön sagt. Ja, natürlich gibt es den Vorwurf, dass die Industrie für Nahrungsergänzungsmittel, dass es auch nur eine Geldmasche ist. Da kann man geteilter Meinung sein. Ich persönlich glaube, dass es für meine Gesundheit wichtig und gut ist. Denn man sollte sich sehr genau anschauen, welche Nahrungsergänzungsmittel man kauft. Es gibt natürlich sehr viel künstliche, synthetische Vitamine. Es gibt natürliche Vitamine. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die richtigen Produkte auswählt. Ich glaube, nicht alles, was in den Drogeriemärkten und Lebensmittelsupermärkten steht, ist tatsächlich gesund. Augen auf beim Kauf. Ich bin absolut überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum ich immer noch ein bisschen zu viel Energie habe. Ich glaube, die wichtigste Bewusstseinsveränderung ist die, dass man das Gefühl der Ohnmacht los wird. Dass die meisten Menschen denken und sagen auch, was macht das für einen Unterschied, wenn ich jetzt weniger Wasser, weniger Fleisch. Was Leute vergessen, es multipliziert sich in einem unglaublichen Tempo. Es gibt so lustige Berechnungen von dem Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Die haben aus Jux mal Studenten ausrechnen lassen, was passiert, wenn jeder deutsche Haushalt seine Heizung im Winter um 1 Grad runterdreht. Das war noch zu Zeiten der Atomkraft, da wäre ein ganzes Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Ich glaube, dass wir als EinzelverbraucherInnen unglaublich viel Macht haben. Wenn wir alle mal anfangen, gewisse Produkte in den Supermärkten zu boykottieren, würden die relativ schnell vom Markt verschwinden. Mein Lieblingsbeispiel ist das SUV. Wofür brauchen wir Großstädter große Geländewagen? Wir nennen die auch noch Stadtgeländewagen. Wenn wir die nicht mehr kaufen, wird die Autoindustrie sofort aufhören, sie zu bauen. Also ich glaube immer, wir unterschätzen die Macht des Verbrauchers. Und mein großer Appell wäre immer, denkt nach, wenn ihr den Geldbeutel einsetzt. Schaltet das Hirn ein, wenn die Kreditkarte gezückt wird. Weil ich glaube, den größten Hebel, den wir haben, ist unser Kauf- und Konsumverhalten. Ich glaube, das Dümmste und Bequemste, was wir tun können, ist zu sagen, ja, sollen doch die in Berlin endlich malen, sollen doch die in Brüssel malen, sollen doch die in Washington und in Moskau malen. Das ist wahnsinnig bequem. Ich glaube, jeder von uns muss sich erstmal die eigene Nase fassen, vor einer eigenen Haustür kehren. Wenn uns der ganze Plastikmüll auf den Keks geht, dann sollten wir Plastik meiden wie die Pest. Wenn uns schlechte Luft auf den Keks geht, sollten wir aufs Fahrrad steigen und öffentliche Verkehrsmittel und nicht ins Auto. Also es gibt so viele Dinge, die uns ja stören, über die wir meckern, mit Recht und auch jammern, aber eigentlich sind wir diejenigen, die es verändern können. Das war's für ein Elektrovehikel. Das finde ich gut. Ist nicht ganz so laut wie ein Verbrenner. Ja, ich glaube, Eigenverantwortung ist eigentlich der Schlüssel zu allem, was auf der Welt im Moment schief läuft. Wir warten viel zu lange darauf, dass andere für uns was erledigen, dass Papa Staat irgendwas macht und anstatt Eigeninitiative zu ergreifen. Das ist ein bisschen anstrengender. Und man kann nicht dauernd die Schuld zuweisen, wunderbar, ja, da sind die schuld und da ist der schuld. Wir sind meistens selber schuld an den Missständen, über die wir uns beschweren. Das Argument, Bio sei zu teuer, ist teilweise natürlich berechtigt. Da ist natürlich meine Frage, A, warum werden in Deutschland immer noch 50% aller produzierten Lebensmittel vernichtet? Also würden wir tatsächlich nur noch das kaufen, was wir wirklich essen und konsumieren, könnte sich vermutlich jeder Bio leisten. Das ist das eine. Und das zweite ist die Subventionspolitik. Warum werden konventionelle, giftige Lebensmittel massiv subventioniert von der EU, auch von der Bundesregierung, und die Bio-Lebensmittel nicht? Ich glaube, wir müssen ja genau andersrum machen. Wir müssen ja gesunde Lebensmittel, sprich Bioprodukte, massiv subventionieren und die schädlichen abstrafen. Und es läuft genau andersrum. Und das hat natürlich was mit dem Agrarlobbyismus zu tun, der Macht der Bauernverbände. Also da läuft ganz vieles schief, vor allem im Subventionsbereich. Andererseits denke ich mir, das ist auch eine Frage der Prioritäten. Die meisten Menschen haben ein sehr teures Handy, ein doch teures Fernsehgerät. Vielleicht sollten wir unsere Priorität darauf lenken, was wir essen. Ich finde es sehr viel wichtiger, hochwertig zu essen, als ein hochwertiges Handy zu haben, ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass im Moment die Politik weitestgehend lobbygesteuert ist. Also man nehme die Finanzkrise 2008. Hat sich irgendwas verändert im Bankenwesen? Nein. Wir haben eine
Flutkatastrophe an der A und an der Erft? Hat sich irgendwas geändert in der Klimapolitik? Nein. Wir haben Verkehrschaos ohne Ende. Die Bahn funktioniert nicht. Wir haben 580 Dauerbaustellen. Wir leben in Staus und in verspäteten Zügen. Wird die Verkehrspolitik endlich verbessert? Nein. Also offensichtlich sind die Lobbys so mächtig, gerade allen voran die Pharmalobby, die Agrarlobby, die Bankenlobby, die Autolobby, die Chemielobby, dass Politiker offensichtlich extrem wenig Spielraum haben, tatsächlich was zu verbessern. Weil ich unterstelle vielen Politikern doch, dass sie eigentlich was bewegen wollen. Aber gegen die Macht der Lobbys sind sie einfach absolut auf verlorenen Posten. Und das halte ich für ein ganz schlimmes Versagen des Systems. Also ich glaube, ein perfektes Beispiel für Lobbyismus in Deutschland ist die Tatsache, dass gewisse Schmerzmittel, ich sag mal Ibuprofen, Aspirin, die ganzen Mischungen daraus, die kriegt man auf Rezept. Aber die natürlichen Mittel gegen solche Beschwerden, die muss man selber bezahlen. Also wenn ich jetzt meine eigene Vitaminsammlung mir zu Hause zusammenstelle, Vitamin C, B, den ganzen Komplex, dann muss ich es selber bezahlen. Aber wenn ich jetzt auf die Chemie zurückgreife, dann kriege ich das interessanterweise von der Krankenkasse bezahlt. Auch das halte ich für hochgradig fragwürdig. Aber wer steckt da dahinter? Die Pharmalobby. Also irgendjemand Kluges hat mal gesagt, die Politik hat genau den Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Und dieser Satz ist auf tragische Weise leider immer noch wahr. Also nichts von dem, was ich hier sage und denke, ist neu. Es gibt auch den schönen Satz, die Revolution frisst ihre Kinder. Interessanterweise hat mein Vater, der Biochemiker war, schon uns als Kind erzählt von einem Professor namens Linus Pauling. Der hat, ich habe vergessen wann, vor vielen Jahrzehnten mal den Nobelpreis gewonnen für seine Vitaminforschung. Trotzdem ist die Pharmalobby immer noch allmächtig. Also es ist interessant, dass viele Leute, die ganz früh schon die Wahrheit gesagt haben und Bahnbrechendes entdeckt haben, das fängt bei Einstein an und hört bei Linus Pauling und anderen nicht auf, dass die erstmal auf vehementen Widerstand stoßen. Und gerade zum Thema Gesundheit ist es ja immer noch so. Also wir haben ein System, was sich eigentlich dadurch selber speist, dass es immer krank macht, dann heilt, dann die Nebenwirkungen behandelt. Das ist eigentlich ein Perpetuum mobile der Gelddruck, des Gelddruckens. Und es gibt ganz viele Leute, die seit Jahren und Jahrzehnten dagegen angehen und trotzdem nicht gehört werden. Und das wundert mich ein bisschen. Weil ich glaube, wir könnten das Gesundheitssystem um Dutzende von Milliarden jedes Jahr erleichtern, wenn wir uns gesünder ernähren würden. Aber das wird von irgendwelchen interessanten Lobbyisten leider verhindert. Man muss nicht lange suchen, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Und interessanterweise wissen wir eigentlich jetzt seit 50 Jahren ziemlich genau, wie wichtig Vitamine für uns sind, aber essen zum allergrößten Teil hochgiftigen Müll. Und das wundert mich. Steve Jobs hat mal gesagt, die Leute, die verrückt genug sind zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind genau die, die es tun. Und Linus Pauling hat einen Assistenten, den habe ich mal kennengelernt, der heißt Dr. Matthias Rath. Der hat mir mal erzählt von der Arbeit mit Linus Pauling und mit welchem Widerstand diese Wissenschaftler von der Pharmalobby begrüßt wurden. Das finde ich eigentlich total traurig. Wir wissen alle, dass wir uns gesund ernähren müssen und gewisse Lobbyisten, allen voran die Agrar-, die Lebensmittel- und die Pharmalobby verhindern das. Und darüber sollten wir nachdenken. Was mich bis heute fasziniert, ist, dass wir in einem Dauerfeuerwerk von Lebensmittelwerbung irgendwie untergehen. Und es wird aber nie für das geworben, was gut für uns wäre. Also wir kriegen ständig Werbung in die Ohren von Cola, Sprite, Fanta, Pepsi, Nestlé. Es wird für alles geworben, was ungesund ist. McDonald's, Burger King, Wendy's, Wimpy's, ich weiß nicht was. Aber für das, was gesund wäre, zum Beispiel Brokkoli zu essen, einen rohen Kohlrabi, Obst, Gemüse, dafür wirbt niemand. Und ich glaube, wir sind alle Opfer einer unfassbar gut geölten Werbemaschine. Ich glaube, die deutsche Lebensmittelindustrie gibt 2,6 Milliarden pro Jahr aus für Werbung von ungesunden Produkten. Offensichtlich wird man die nur los, wenn man den Käufer täuscht, belügt und verführt. Und eigentlich müsste der Brokkoli mal für sich Werbung machen. Oder der Apfel. Oder die Birne. Aber das werde ich nicht mehr erleben, fürchte ich. Und Dr. Rath, der das wissenschaftliche Erbe von Linus Pauling angetreten hat, kämpft bis heute wie Don Quixote gegen die Windmühlen der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie, der Agrarlobby. Es bleibt viel zu tun. Ich würde ehrlich gesagt nichts von dieser doch sehr ansehnlichen Kollektion von Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, wenn unsere Lebensmittel hochwertiger wären. Aber je länger ich mich mit der Agrarindustrie beschäftige und
Ernährung, desto mehr merke ich, da ist nicht das drin, was wir hoffen oder vermuten. Und das, was mein Körper wirklich braucht, führe ich mir zum großen Teil dann eben über Nahrungsergänzungsmittel zu. Und ich kann nur sagen, ich nehme es seit vielen Jahren und seit ich das nehme, war ich nie wieder krank. Entweder habe ich Glück oder es funktioniert. Ich muss zugeben, ich finde es auch nicht gerade einfach, sich auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt zurechtzufinden. Es gibt ein unglaubliches Angebot von sehr billigen Vitaminen, oft synthetisch hergestellten. Ich habe mich jetzt für diese Sachen von Dr. Rath entschieden, weil A, betreiben die eigene Forschung. Ich habe das Labor in den USA auch mal besucht. Das war extrem beeindruckend. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwelchen billigen, zusammengepanschten Kram esse, wo was draufsteht, was das Versprechen nicht hält. Es ist auf mich persönlich abgestimmt und ich kann sagen, ich fahre hervorragend damit. Ich lebe ein relativ rastloses, schlafloses, sehr arbeitsreiches Leben. Gelegentlich auch sicherlich zu hektisch, um es gesund zu nennen. Aber ich mache damit einfach die Erfahrung, ich bin immer noch relativ widerstandsfähig und strapazierfähig und würde das auch gerne noch eine Weile bleiben. Es gibt ein paar Freunde von mir, die kopieren mich natürlich und haben auch angefangen, diese Sachen zu futtern. Eine Freundin von mir behauptet eisern, dass sie, seit sie inzwischen dieses Produkt nimmt, denn sie wird, sie keine Lesebrille mehr braucht. Also die brauche ich noch nicht, das kann ich jetzt nicht belegen, aber die ist davon felsenfest überzeugt. Alle Leute, die so ein bisschen an Chronic Fatigue Syndrome leiden, die immer müde sind, die futtern mit Begeisterung Energor, mache ich auch. Also das ist auch gut fürs Herz. Und ich bin jetzt kein Fachmann, ich habe versucht, mich da reinzulesen. Ich habe mir so eine doch relativ üppige Palette hier zusammengestellt. Man kann nur sagen, es ist zwar viel Schlucken, aber für gute Gesundheit. Also das sieht jetzt ein bisschen aus wie 60er-Jahre-Werbung, passend zum Wurlitzer hier. Ich mache jetzt nicht hier, essen Sie dies, dann werden Sie gesund. Ich mache das ehrenamtlich einfach aus Überzeugung, dass ich denke, jeder von uns hat die Verantwortung, auf seine eigene Gesundheit zu achten. Und das machen diese Produkte, machen es einem da relativ leicht. Ich selber nehme sehr gern und viel Energor. Ich lebe rastlos, hektisch, bestimmt nicht besonders herzfreundlich. Es gibt auch was ganz Tolles zwischendurch. Ich bin zwar jetzt ganz bestimmt kein Kid mehr, aber es gibt Vita Kids. Und wenn man das Kindern gibt, dann lutschen die mit Schokoladengeschmack. Und ich mag das leider auch sehr gerne. Ihre gesamten nötigen Vitamine. Und das ist einfach besser als ein Snickers oder ein Mars oder eine Tafel Schokolade. So. Jetzt kann ich nicht mehr reden, jetzt muss ich lutschen. Ich komme leider sehr wenig zum Lesen, aber wenn ich lese, hat es oft Recherchegründe. Ganz dringend lesenswertes Buch Dopesick, ist auch eine große Doku über die Verstrickung. Also eigentlich brauche ich nur den Untertitel lesen. Wie Ärzte und die Pharmaindustrie uns süchtig machen. Sehr lesenswert, wichtiges Buch. Noch wichtiger finde ich ein Buch, habe ich secondhand gefunden, nennt sich iBrain. Wie Handys und die gesamte Technologie damit einhergeht, iPods und so weiter, iPads, Computer, die Gehirne unserer Kinder verändern. Ich bin die Generation, die ohne Computer aufgewachsen ist. Jetzt wächst eine Generation heran, die im Alter von wenigen Monaten schon versteht, dass ein Handy ein technisches Gerät ist. Ganz spannendes Buch, ist zwar 10 Jahre alt, immer noch brandaktuell. Es gibt auch eine gute Doku dazu, die heißt Social Dilemma. So, mein Lieblingsthema. Passend zu dem Film, den ich als nächstes drehe, ich mache einen Film über Böden und den Humus. Und es sieht so aus, als würde die EU Glyphosat weiter verlängern, die Erlaubnis, dieses Mittel zu benutzen. Es ist das DDT des 21. Jahrhunderts, es gehört dringend verboten. Wir sollten alle aktiv werden, um dieses Mittel endlich aus dem Markt zu nehmen. Davon weiß ich noch wenig, es heißt Undoctored, Why Healthcare Has Failed You and How You Can Become Smarter Than Your Doctor. Übersetzt, wie das Gesundheitssystem uns, ehrlich gesagt, auf dem, wie sagt man, an der Nase herumgeführt hat und wie wir schlauer werden können als unsere Ärzte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und last not least, ein Buch von Dr. Rath, das zweite, was ich von ihm lese. Das erste hatte den schönen Titel, Warum Tiere keine Herzinfarkte kriegen. Das hier heißt Im Namen der Menschheit. Und hier geht es um seinen lebenslangen Kampf für eine gesündere Ernährung, gesündere Lebensweise und vor allem auch über den Kampf gegen die Pharmaindustrie. Und das liest sich spannend und schnell. Also es empfehlen wir die Lektüre. Nur ganz kurz, ich schlage es auf, das Ende von Herzinfarkt, Krebs und auch Volkskrankheiten ist in Sicht. Lesen. Und jetzt, glaube ich, mache ich bei diesem herrlichen Wetter einfach eine kleine Wanderung. Eine Herbstwanderung. Thank you.
kneipt man gerne, weil man endlich mal saubere Füße hat. Wo man den ganzen Tag schon in welchen Schuhen herumlatscht. Ich finde, man sollte ja grundsätzlich nur in Klimazonen leben, wo man barfuß laufen kann und Surfshorts tragen. Oder schlimmstenfalls Flipflops. Aber ich schaue mal, wie kalt das Wasser hier ist. Mal sehen. Es haben sich leider ein paar Regenwürmer darin ertränkt. Oh ja, das ist angenehm. Das ist sehr erfrischend. Das ist eisig. Wir versuchen jetzt hier einen Regenwurm, ich weiß nicht, wie der da reingefallen ist, zu retten. Der müsste sich nur um unsere Wurzel hier kringeln. Da ist er. Der lebt noch. So, als nächstes, sobald ich meine löchrigen Socken angezogen habe, schauen wir uns mal ein paar Bienen an. Das ist ja selten genug, der Anblick einer Biene. Diese Tiere haben mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Vor allem die absolute Nutzlosigkeit der männlichen Biene. Finde ich total faszinierend. Dass sich alles um eine Königin dreht. Nun ja. So. Hab's gleich. Kleines Paradies im Glashaus. Nicht nur für Leute, die gern gut essen. Ich glaube auch für Insekten. Guck mal hier. Alles voller Bienen. Auch selten geworden. Hier wird offensichtlich kein Glyphosat verspritzt, sonst gäbe es hier keine Bienen. Es gibt mittlerweile Hotels, die hoteleigenen geimkerten Honig anbieten, die viele Schulklassen imkern. Ich habe wirklich Bekannte, die irgendwann in der Zeitung gelesen haben, oh, die Bienen sterben aus und haben angefangen, Imkerkurse zu nehmen. Also das finde ich eine echte Erfolgsgeschichte, dass wir uns plötzlich doch um den wichtigsten Bestäuber, den wir haben für Obst und Gemüse, dass wir uns um den wieder ein bisschen kümmern. Dass die Chemieindustrie immer noch so tut, als wäre das kein Problem oder unwichtig, finde ich traurig. Aber ich glaube, bei der Bevölkerung ist das echt angekommen, dass wir dringend was tun müssen für unsere Insekten. Und es summt. Ein seltenes Geräusch geworden. Summ, summ, summ. Es war immer so ein ganz stiller Traum von mir, irgendwann als Selbstversorger zu leben. Das haben wir hier geschafft. Die ernten jetzt heute Abend die Tomaten, die im Salat geschnippelt werden. Aber vielleicht schaffe ich das irgendwann auch noch. Oh, das riecht gut. Riecht alles nach Kräutern. Es riecht einfach gesund. Salbei. Eine Sonnenblume. Röslein. So schön, ey. Es tobt ja gerade wieder diese wilde Glyphosat-Diskussion, ob das nun harmlos ist oder nicht. Der Hersteller Bayer Monsanto sagt, das ist absolut unbedenklich. Die WHO sagt, es erzeugt Krebs. Es ist ehrlich gesagt mir ziemlich egal, was meine Gesundheit oder meine eigene Person betrifft. Was mir viel mehr zu schaffen macht, ist die Vorstellung, dass wir mit diesen Mitteln, allen voran Glyphosat, unsere gesamten Insekten vernichten, damit unsere Vogelbestände vernichten. Wir killen damit ganze Ökosysteme. Und Bayer behauptet immer noch, das sei unbedenklich. Das, für mich ist Glyphosat das DDT des 21. Jahrhunderts, gehört strengstens verboten. Es ist nur eins von vielen Giftstoffen, die verboten gehören. Weiters geht es mit diesen PFAS, also den Forever Chemicals, wie sie auf Englisch heißen, die mittlerweile wirklich überall zu finden sind, die, wo es immer noch keine Regulierung gibt. Es geht weiter mit Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden. Also wir traktieren ja die Natur mit einer geballten Giftladung. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Obwohl man jetzt davon ausgehen könnte oder müsste, dass man hier in dieser wunderschönen, doch weitestgehend unangetasteten Natur gesund atmet, gesund isst, gesund trinkt, das ist halt meistens ein Irrtum, weil selbst hier sind die Böden belastet, selbst hier gibt es Pestizidrückstände und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, man sollte mit Nahrungsergänzungsmitteln dagegen steuern, weil das, was wir zu uns nehmen, egal ob wir es atmen, trinken oder essen, ist halt hochgradig belastet.